die nicht mehr als Gewalt benutzt werden kann im Krieg. Vielen Dank, Herr Kollege Tennock. Es folgt Herr Kollege Stadler. Herr Präsident, der sogenannte arabische Frühling hat die Situation der Frauen in diesen muslimisch-fundamentalistischen Ländern sogar noch verschlechtert. Das heißt, die Situation ist schlechter geworden. Ich wollte daher auch diesem Bericht ursprünglich zustimmen. Was für mich aber vollkommen inakzeptabel ist, ist der Ziffer 20, wo ganz eindeutig der Abtreibung das Wort geredet wird. Es werden hier drei Quellen genannt von Berichten und Beschlüssen der Vereinten Nationen, die alle drei auf Abtreibung hinauslaufen. Und genau dieser Punkt 20 hat es mir daher unmöglich gemacht, diesem Bericht zuzustimmen, den ich sonst durchaus unterstützen würde, weil die Rechte der Frauen gerade im sogenannten arabischen Frühling sich nicht verbessert haben, sondern sogar noch verschlechtert wurden. Daher ist es notwendig, dass wir uns auf die Seite der Frauen stellen. Aber Punkt 20 ist vollkommen inakzeptabel, weil es die Abtreibung verlangt. Vielen Dank, Herr Kollege Stadler. Es folgt Frau Kollegin Smolková. Vielen Dank für das Wort. Nordafrika war Zeuge in der letzten